Ja, in der heutigen Pressekonferenz haben wir das Thema des Fachkräftemangels im technischen Bereich thematisiert und hatten hier hochkarätige Redner, und zwar Kommerzialrat Magister Ottmar Petschnick, den Präsidenten der Kärntner Industriellen Vereinigung, dann Dr. Florian Michel von Infineon, einem Leitbetrieb im Bereich der Technik in Kärnten, Vizerektor Hitz und meine Wenigkeit. Ja, neben dem allgegenwärtigen Trend des Ingenieurmangels in den Industrienationen gibt es in Kärnten, in der Wirtschaft in Kärnten, ein zusätzliches Problem, nämlich die massive Abwanderung von technischen Talenten in andere Bundesländer. Also viele Jugendliche gehen nach Wien oder Graz studieren, und wenn sie dann dort ihren Abschluss geschafft haben, dann bleiben sie meistens auch dort. Und es ist ein großes Ziel der Universität, der Industriellen Vereinigung und auch der Wirtschaft in Kärnten, dem entgegenzuwirken. Was wir hier an der Universität tun können und tun wollen, das ist, wir wollen unsere Studienprogramme im Bereich der technischen Studien, im Bereich der MINT-Fächer weiter ausbauen und stärken. Neben den Studienrichtungen Informatik, technischer Mathematik und Informationsmanagement, die in den letzten Monaten überarbeitet wurden und um neue Spezialisierungsrichtungen angereichert worden sind, wird im Bereich der Informationstechnik, unserem Kombinationsstudium aus Elektrotechnik und Informatik, ab dem Herbst 2012 ein neuer Studienzweig, nämlich das Wirtschaftsingenieurwesen, eingeführt. Es war uns ein großes Anliegen, dieses Ausbildungsprofil jetzt auch in Kärnten anzubieten. Unterstützt werden wir vor allem in unseren PR-Aktionen auch von der Industriellen Vereinigung. Wir selbst gehen in die Schulen, versuchen unsere Informationen dort so breit wie möglich zu streuen. Und es ist ein großes Anliegen von uns allen, also von der Industrie, von der IV und von der Universität, mehr Jugendliche für unsere technischen Fächer begeistern zu können.